Zentrum zur Erforschung von Wahrnehmungsanomalien. Und ich habe das gestern Abend noch für eine gute Idee gehalten. Verdammt. Ich muss es wohl oder übel hier lassen und einen Bus oder Zug nach London nehmen. Ich habe meinen letzten Penny für diesen Schrotthaufen ausgegeben. Ich könnte mich mit dem Wagen aus dem Staub machen, aber wahrscheinlich würde mich die Polizei schon nach nicht mal 20 Meilen schnappen. Die sehen ziemlich alt aus und modrig. Oh. Ah, da bist du ja. Ich wollte gerade nach oben gehen und nachsehen, ob du schon wach bist. Oh, hallo. Du wolltest dich doch wohl nicht davon stehlen, oder? Ich? Gut, dann komm erst mal zum Frühstücken. Es gibt Ei, Müsli, Toast und Speck. Wäre doch eine Schande, wenn das Essen kalt wird. Boah, echt? Ich meine, danke. Ich bin am Verhungern. Wenn Sie noch nicht misstrauisch geworden sind, macht eine halbe Stunde mehr oder weniger den Braten auch nicht fett. Lass es dir schmecken, meine Liebe. Nur keine Scheu. Das riecht einfach fantastisch. Ich wusste nicht, wie du die Eier magst. Deswegen habe ich sie so gekocht, wie ich sie am liebsten esse. Aber ab morgen kann ich sie so zubereiten, wie sie dir am besten schmecken. Ich bin nicht wählerisch. Sie macht einen sehr netten Eindruck, aber man kann nie wissen. So, jetzt ist es doch fast wie zu Hause, oder? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Was für ein Charmeur. Mach's dir hier nicht allzu bequem, Houdini. Ich habe ein Problem. Dr. Stiles will, dass ich Ihnen meine Handynummer gebe. Aber ich habe gar kein Handy. Ach, nimm meins. Normalerweise ruft sowieso nur meine Schwester an. Und sie ist gerade im Urlaub. Wirklich? Danke. Ich hatte zwar eins, aber das hat mir doch tatsächlich ein Eichhörnchen weggeschnappt. Echt übel. Das können ganz schöne Quälgeister sein, nicht wahr? Das ist also Oxford. Nicht schlecht. Ich muss genügend Studenten für das Experiment zusammenkriegen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch ein bisschen umsehen. Vielleicht finde ich ja hier in Oxford irgendwas, das mit dem Daedalus Club zu tun hat. Cool, ein Zauberladen. Das ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Ob das wohl weise ist? Ja, hallo. Das ist doch ein Rätselautomat vom Daedalus Club, oder? Ist es das? Wirklich mysteriös. Kann ich Ihnen helfen, junge Frau? Ich hoffe doch. Das ist ein Rätselautomat vom Daedalus Club, richtig? Ich habe das Symbol erkannt. Ach ja? Was könnte schon eine Amerikanerin wie Sie über den Daedalus Club wissen? Ich bin schon fast 2 Jahre in Europa und kenne auf dem Kontinent viele Straßenzauberer. Ah, das habe ich mir gleich gedacht, als ich Sie gesehen habe. Schauen Sie genau hin. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Sehr gut, meine Liebe. Mein Name lautet Mephistopheles. Und wie heißen Sie? Samantha Everett. Sam. Aber mein Künstlername ist Lady Byron. Nein, noch nie gehört. Nun ja, ich bin noch nicht lange in England. Also wegen des Daedalus Clubs. Ich weiß, dass Sie in London einen Dinnerclub haben. Sind Sie auch hier in Oxford? Gehört Ihnen vielleicht sogar dieser Laden? Wie zur Zeit der Römer sind wir hier nur so etwas wie ein kleiner Außenposten und haben mit der Sache selbst nicht viel zu tun. Ich habe gehört, dass Sie öffentliche Spiele, Rätsel und Schnitzeljagden veranstalten.
Gehört dieser Rätselautomat auch dazu? Vielleicht stellen Sie ja solche Dinger gerne an geeigneten Plätzen auf. Vielleicht. Sie sind bestimmt neugierig und wollen wissen, was ich über den Daedalus-Club weiß. Ich kann's gar nicht mehr erwarten. Sie wollen doch einen alten Mann nicht zappen lassen, oder etwa doch? Letzten Sommer habe ich in Rom mit dem großen Scarpelli zusammengearbeitet. Er hat mir viel erzählt. Der große Scarpelli? Rote Haare und Knoblauchfahne? Der alte Gauner, der am liebsten Tricks mit Hühnern vorführt? Ja, das ist er. Er hat wirklich Talent. Oh, das weiß ich. Er hat gesagt, dass der Daedalus-Club der geheimste Club für Magier und Illusionisten auf der ganzen Welt ist. Alle großen Meister sollen dort Mitglied sein. Ach, wirklich? Und welche exklusiven Informationen hat er noch preisgegeben? Wer dem Club beitreten will, muss eine meisterhafte Inszenierung, wie eine überzeugende öffentliche Täuschung oder einen legendären Trick durchziehen. Er selbst arbeitet schon seit Jahren daran, hat sie aber noch nicht perfektioniert. Ach, das kommt leider nicht selten vor. Aber Hauptsache, man hat mal angefangen, nicht wahr, Miss Everett? Und eine passende Gelegenheit könnte dieser Rätselautomat sein. Da haben Sie wohl recht. Danke. Das war's. Das ist ein Rätsel des Daedalus-Clubs. Mein erstes.